Mir scheint die Zeit ist nun reif, dir über dieses Wappen zu erzählen. Der Schatz, der irgendwo auf dieser Insel schlummern soll, mit dem du reichst du, dass es, anstatt dieses zu verschwinden, plötzlich nicht mehr verschwindet. Und da haben wir sie, Leute, die erste Triforce-Karte. Aha. Moin, Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir befinden uns hier mal wieder auf Präludien, das auch aus gutem Grund natürlich. Beim letzten Mal haben wir die Folge gleich am Pomegranate beendet, nachdem wir noch einen Schatz geborgen haben. Wir haben die Civil-Tempel abgeschlossen, ihr seht auch schon, ich habe die Bilder abgegeben soweit. Die Bilder hier waren quasi doppelt, und ich hatte noch eins von dem Pyromagos-Mini-Boss doppelt, aber das wollte ich nicht abgeben, weil ich ja noch Neues gemacht hatte. Die kleinen Sandwurmviecher muss man scheinbar nicht nochmal extra abgeben, die sind mit dem großen Sandwurm in einer Figur verewigt, deswegen weg. Und den Kollegen hatte ich scheinbar schon, es ist wohl, auch wenn der jetzt schwarz ist, hier schon eine Schattengarde oder eine Nimbusgarde, die wir schon mal fotografiert hatten. Die andere vom Mini-Boss, die gerufen wurde, die war aber neu tatsächlich, deswegen... Schaut nochmal gerne in die letzten Folgen rein, wenn ihr wissen wollt, welche Bilder wir genau geschossen haben. Makoros war noch dabei und das war's, glaube ich, auch größtenteils schon. Ja, wir werden jetzt hier zu Vater Orca gehen. Denn der Kollege hat noch was für uns. War optionales Ja, aber ich möchte es trotzdem haben. Weil es mir irgendwann noch helfen wird, auf jeden Fall. Jetzt vor allem, ich glaube, jetzt in den kommenden. Bei dem, was jetzt kommt, generell meine ich. Da ist er schon. Der alte Sack. Oh, Patrick. Dir geht es also gut. Warum hast du mir die Sache mit Arif verschwiegen? Es war sehr töricht von dir, einfach loszuziehen. Komm, was weg, schon hat sich unsere friedliche Insel in einen gefährlichen Ort verwandelt. Ja, weil er auch an mir liegt, weil ich ja so der Wächter hier bin oder was. Aber alles zumindest freut mich, nämlich zu sehen, dass du auf deinen Reisen stärker geworden zu sein scheinst. Muss ich wohl einiges zugetragen haben, du wirkst so anders, so gereift. Gut, lass uns gleich die Gelegenheit für eine Übungsstunde ergreifen. Rede darauf zu sehen, wie stark du inzwischen geworden bist. Okay, auf geht's. Machen wir es einmal, es ist ja scheinbar notwendig. Egal. So, mein Freund. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber verglichen mit mir bist du immer noch ein absoluter Anfänger, Junge. Na schön, versuch mich 100-mal zu treffen, bevor ich dich 3-mal treffe. Easy. What? Okay, doch nicht so easy. 10 Treffer, jetzt sind wir schon 2 getroffen, alles klar. Zurück, war ich zu weit weg. Komm schon, alter Sack. Zeig's mir. Bring mir was bei. Haha, ich kann auch schnell abwehren. Ist eigentlich ein bisschen unfair, oder? Ja, als ob. Das genügt. Okay, ja, doch nicht. Ich soll noch ein bisschen üben. Aber irgendwie der A-Quad funktioniert nicht so richtig. 37 Treffer. Gib nicht auf, denn der Mensch wächst an seinen Niederlagen. Komm so oft du willst auf eine Übung schon vorbei. Ich stehe dir gerne als Partner zur Verfügung. Deswegen war ich aber nicht hier. Tatsächlich, ich wollte jetzt nicht unbedingt mit dem üben, weil man da glaube ich auch was Bestimmtes kriegt, was Wichtiges. Aber ich bin hier, weil ich ihm das hier zeigen möchte. Die Ritterwappen. Ja, mein Freund. Guck mal, wie viel ich hab. Da, das ist doch ein Ritterwappen. Ja, du hast mir das mitgeschickt, du doof. Wie viel davon besitzt du? Gut. Mir scheint, die Zeit ist nun reif, dir über dieses Wappen zu erzählen. Warum hat der eins hinten im Regal liegen? Die Ritterwappen erstreitet man nicht nur durch Stärke. Nur wer zudem noch Wissen und Mut zu seinen Tugenden zählt, vermag sie zu verringen und erweist sich als Ritter würdig. Und demjenigen, dem es gelingt, 10 Stück von ihnen zu sammeln, wird die Gabe zuteil, die ultimative Schwerttechnik erlernen zu können. Bruder und ich waren in unseren jungen Jahren voller Ärger zum Tatendrang, so setzten wir uns das Ziel, 10 Ritterwappen zu sammeln. Doch trotz unserer unermüdlichen Anstrengungen waren unser beider Leben noch lange nicht genug, sollte 10 Stück zu erstreiten und ich mach sowas einfach mal, ne, nicht mal in einem Jahr oder so. Du bist auf dem besten Wege, dir jede Gabe anzueignen und in die höchste Szene der kurzen Schwertkampfes vorzudringen. Ich weiß, du kannst es schaffen. Ich bin schon alt und gebrechlich. Gut, Patrick, befolge meine Anweisungen. Also gebrechlich ist ja nicht der Vater Orca. War doch Orca, glaube ich, der Typ hier, ne? Meine ich. Drücke B, sammle deine Kräfte und lass danach los, wenn du dich in meine Richtung versuchst. Okay, auf geht's, Leute. Wird erstmal schön gemetzelt. Yes! Du hast die große Wirbelattacke gelernt. Halte B gedrückt, sammle deine Kräfte und räume ordentlich auf. Eigentlich braucht diese Technik magische Energie, also nicht übermütig werden. Genau, das ist der Nachteil. Jetzt weint er einfach. Ganz ausgezeichnet, Patrick! Dass ich das noch erleben durfte, ich kann ja nicht schließen. Ich danke dir, du hast den langjährigen Traum als Bruder und von mir erfüllt. Ja, aber ich kann mir Tränen der Freude kaum unterdrücken.
Glaubt ihr, Freundtränen sei mir bereits vor langem versiegt? Gibt für dich nichts mehr, dass ich dich noch lehren könnte. Ich glaube tief und fest daran, dass es dir gelingen wird, Ari zu retten und mit dir zurückzukehren. Ich möchte jetzt gerne noch die Übungsstunde probieren, ganz ehrlich. Fuchs mich jetzt. Und der Treffer schaffe ich ja wohl. Und ich kann es halt mit dem Schild abwehren, ist mir egal. Komm schon. Ja, ja. Das war gleich noch wie eben, ja. Jetzt geht's auf einmal, weißt du? Wow, das war knapp. Zum Glück kann ich mir den Schild zücken. Zack, da ein bitte. Alter Sack. Wupp. Der steht hier scheiße. Ich muss mal den wieder ein bisschen herlocken. So, noch kein Treffer. Wir haben hier schon fast den Rekord von eben. Oh du. Uff, so. Schaffen wir schon. Boah, der hat gar keine Chance. Auch nur A drücken. Wenn der, wenn ich nicht mehr einweifen kann. Zack, wieder, seht ihr? Ja, so ist es easy, wenn man das dann einmal weiß. Wenn es dann auch vor allem klappt, ist das Wichtigste, weil. Oh, ja, okay, ich schummel aber auch echt gerade ein bisschen, muss man sagen. Man kann auch einfach keinen Sprungangriff ausführen, wenn man da quasi den Konter schon erwartet. So, 100. Zack, geschafft. Okay, kann ich weitermachen einfach? Okay. Ja, dann. Ja, komm, trifft mich jetzt einfach, ist egal. Ich hab 100 Mal getroffen. Lass doch ein bisschen weiter drauf. Ich glaube, man kann sogar noch auf Rekordjagd gehen hier. War nicht genug den alten Sack hier bearbeitet. Ja, jetzt komm, triff mich einfach. Komm, noch einmal. Reicht mir. Das genügt! Was krieg ich denn jetzt dafür? 116 Treffer, nicht schlecht, du bist besser geworden. Sieh schon, ich sollte dich nicht mehr wie einen absoluten Anfänger behandeln. Damit tue ich dir wohl Unrecht. Gut, ab jetzt sehe ich dich Grünschnabel. Grünschnabel, viel ist es nicht, aber nimm es. Einfach nur Geld, okay, das ist ja echt für den Arsch. Ganz ehrlich. Ich dachte, ich krieg jetzt ein Herz dann hier, aber gut, dann ist es auch egal, dann wissen wir da wenigstens jetzt Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal hinkommen muss zu dem und dann irgendwie nochmal einen Rekord aufstellen muss. Machen wir dann ein anderes Mal, ich hab jetzt gar keinen Bock drauf eigentlich. Ich wollte mir eigentlich nur die Wirbelattacke abholen und jetzt gehen wir nämlich weiter. Denn, meine Freunde, na, falsch. Ich muss die Karte öffnen, so. Wir werden uns jetzt hier mal so ein bisschen umgucken. Ich meine, wir haben ja die Wandskarte auch irgendwo hier. Da, genau, wir wissen schon da oben, wenn wir dann nach Norden segeln, da gibt es quasi eine Triforce-Karte, genau. Und ja, die werden wir uns dann vielleicht sogar heute schon mal gucken, wie weit wir kommen. Ich würde da einfach jetzt nach und nach hinsegeln. Wir wollen müssen uns sehr viel uns angucken. Wir haben so gut wie alle Items bis auf eines, der Turm ist auch noch. Was kriegen wir eigentlich mehr in dem Dungeon von daher? Also wir können jetzt alles machen, sagen wir mal so. Das eine Item, was fehlt, das ist eigentlich nichts. So, ich muss da hin, ne? Genau. Okay, shit. Nein, nicht absteuern. Ich hab eigentlich mit immer Scheiß drauf. Ich denke jetzt nicht zurück für das Ding. Und da ist unser nächster halt, die Insel da hinten. Dann geht's auch da rein und ja, da mal schauen, wie gesagt. Wir müssen wahrscheinlich eh jede Insel zweimal ansteuern, mindestens. Weil wir die Schatzkarte da noch bergen müssen. Also jetzt nicht mehr unbedingt jede zweimal. Hier die Außenposten müssen wir vielleicht auch nochmal mitnehmen. Vereinzelt. Da gehe ich jetzt aber nicht hoch. Da warte ich erst, bis ich. Es gibt eine Karte, wo man dann weiß, wo man was. Oder. Wo man weiß, wo da was Wichtiges ist, besser gesagt. Ich will also man kriegt auch eine Karte, wo die Außenposten alle sind, aber ja, das bringt eigentlich viel weiter. Was ist du denn? So, der sollte mich runter, ne? Der sagt. Ich streck sie. Ach, hier war dieses Golfspiel. Stimmt. Gab's ja auch noch. Fragt man sich, hä, ist doch einfach hier Lust nehmen und dann darüber werfen oder was? Naja, von wegen, denkste. Also jetzt in dem Fall ist es schon fast so. Ich brauche doch den Kulot noch. Komm, jetzt roll rein, oder? Komm, roll rein. So, bupp. Und drin. Verschlossen. Versiegelt. Buff. Warte mal kurz. Muss ich die nicht auch noch fotografieren, die Viecher? Killer Onos. Mach jetzt einfach ein Foto von denen. Aufpassen auf den Kollegen da. Das Kanonenboot.
ich auch machen kann, ist... Ne, der wird daneben rollen, oder? Ja. Komm, versink im Meer. Der hat hier aber gerade scheiße, ne? Der wird auch daneben rollen. Und nicht einfach hier hinlegen, genau, wollte ich auch gerade machen. Jetzt. Geh auch daneben. Jetzt aber komm. Hä? Sondert jetzt. Nicht mehr weiterrollen? Nee. Was muss ich. Na, guck mal hier nicht irgendwie cheaten. Um dazu kommen. Nee. Nicht wirklich. Okay, da muss ich jetzt wieder zurück. Ich muss jetzt nicht alles nochmal machen. Das ist ja bis dann auch die Nuss da weg. Sonst muss man kurz warten. Was ist da hinten noch? Das sind die Taucher, oh. Geh auch noch gleich hin. Aber ich kann erstmal in die Viecher hier abschießen, ey, aber. Ne, lass nur. So, ach stimmt, den Fisch müssen wir auch noch mit dem entsprechenden, wenn wir schon mal hier auf der Insel sind. Jetzt aber bitte kommen. Ja, der ist doch jetzt drin. Jawohl. All in one, Leute. Für First Try. Glaubt mich auch keiner mehr, ne? Wow. Ach so, ja, jetzt muss man hier auch schon die Kugelblatt benutzen. Steht zu weit rechts scheinbar. Immer noch. Ich habe jetzt falsch getroffen, keine Ahnung. Das war zu früh. Ja, wieso rollt denn der so komisch? Jetzt mal ehrlich, das war drin. Yes, lass mich durch bitte, danke. Der geht witzigerweise viel schneller als der andere eben. Da taucht einfach eine Truhe. Achso, da war gar kein Loch, da war direkt eine Truhe, okay. Ich dachte erst, da kommt jetzt doch noch ein Loch, in das wir rein müssen. Der sieht da hinten aber wieder was. Ist das der Mond einfach? Boah, was für ein herrlicher Anblick! Diese schönen Farben. Gut, dass ich mir dieses Kaleidoskop gekauft habe. Den habe ich ja schon fotografiert, den Kollegen. Ich gucke jetzt trotzdem mal durch hier einmal. Da hinten denn so ist. Der war, glaube ich, echt ein Sonnenuntergang, ne? Oder ein Monduntergang wahrscheinlich, ne? Da sehe ich jetzt nichts, ich sehe nur die Taucher da hinten. Aber hier ist sogar ein Loch. Ich gehe erstmal hier rein, würde ich sagen. Aus die Truhe da hinten holen. Habe ich doch richtig im Kopf. Oh Jott, nein! Die Viecher. Wollte ich jetzt auch nicht mehr fotografieren? Die sind ja One-Hit, stimmt. Der nicht? Nein, ich bin raus, geh wieder raus, ich Idiot. Wollte ich gar nicht. Toll. Ja, ich sollte vielleicht den Kampf ein bisschen verlagern. Jetzt wieder alle da? Natürlich sind die wieder alle da. Tschüss, Mann. Aber schütt den nicht. Mann. Tschüss. Na, jetzt noch sterben? Na, wie viel hätten die aus? Als Minibus, jetzt mal ehrlich. Ne, goldene Feder gibt's auch noch bestimmt, die hätte ich nur klauen können. Gut. So viel dazu. Lass mich in Ruhe, ihr Viecher, ehrlich. Ich will nichts von euch. Ich will die Truhe haben hier. Was ist denn da Schiss drin? Da hinten stehen sie alle. Die habe ich auch schon fotografiert. Die Keller ohne sind jetzt, glaube ich, neu. Die Haie muss ich noch fotografieren irgendwann. Schatzkarte gefunden, jawohl, nice. Guck mal, wo die hinführt. Zu welcher Insel. Müssen wir ja direkt sehen können hier. Wir haben natürlich alle geöffnet schon. Na, wo ist er denn da? Die Karte Nummer 8. Das ist ein Feenkordial. Das hier, ne? Nee. Ich glaube, das ist sogar, was wir noch nicht haben. Da gucken wir sogar hin. Okay, da passt das ja sogar. Ganz gut. Da können wir noch hin. Das ist doch super. Da ist bestimmt auch eine Schatztruhe drin, oder? In der Truhe da hinten. Kann ich da mit dem Tentaken ran? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, so funktioniert der Tentaken hier, glaube ich, nicht. Dann muss ich das auch direkt aus. Oh doch? Tut er doch? Ja, dann umso besser. Da hoch wollte ich jetzt aber nicht unbedingt so. Mama auf hier. Da ist Geld drin oder eine Schatzkarte, ganz ehrlich. Ja, sag ich doch. Echt, zwei Schatzkarten auf einer Insel, krass. Ich kann direkt nochmal reingucken. Bitte mal weg, so. Das war jetzt Karte Nummer 28 noch.
Da waren wir gleich noch nicht. Kann man sagen, dass das die nächste ist, wo wir hinkommen? Können wir da direkt ja das Ding öffnen. Oh, schön festgehalten, Link. Nice. Ich glaube, dass das doch klappt. So. Bumerang, Bogen für den Fall der Fälle. Ich habe jetzt richtig auf den Sack gehen hier. Da, was die Leute jetzt kommt. Tschüss. So. So, meine Freunde, was ist denn los hier? Reden. Halt Karte für mich. Jo, Junge! Bist du auch fleißig auf Schatzsuche? Ich will ja nicht aufdringlich erscheinen, aber wenn du einen Schatz finden willst, dann öffne erstmal deine Seekarte. Schreib dann die vergrößerte Inselkarte rechts auf die Schatzkarte links ab und du siehst, wo der Schatz genau liegt. Klasse, nicht wahr? Wie die wir finden, kannst du gerne behalten. Wir sind nämlich auf der Suche nach einem ganz anderen Schatz. Hier können wir es ja verraten. In Wirklichkeit sind wir nämlich einem absolut legendären Schatz auf der Spur, der hier im Meer schlummern soll. Muss wohl irgendein immens wertvolles Dreieck aus Gold oder so ähnlich sein. Sag ich jetzt das legendäre Piratenkapitäns Dreifuß. Erzähl es bitte nicht weiter, ja? Psst. Okay, ihr müsst mir aber mein Schwein kaufen, ganz ehrlich. Na? Nein, ich will nichts wissen. Das verstehe ich, bitten wir um absolute Diskretion, nicht, dass es nachher noch jeder und unser Nachbar weiß. Was erzählt mir denn jetzt? Nix. Das ist ja schon der Fisch. Guckt mal, passt doch. Der Fisch ist hier. So, komm her, mein Freund. Erzähl mir was über die Insel. Wie heißt denn die hier überhaupt? Ich meine, es war die Hufeiseninsel, bin mir aber gar nicht sicher, ob das hier die war oder die nördlich von hier. Hey, Jungchen, komm, ich sag dir was über die Insel. Seht ihr eh schon was? Du hast ja eigentlich schon alles wissen, aber egal. So, und das hier war die Hufeiseninsel tatsächlich. Und daher, hier haben wir noch keinen Schatz, sonst würden wir was leuchten sehen hier im Meer. Der Alte auf der Nachbarinsel im Osten war früher ein großer Schwertmeister. Also was hat der so ein Ritterwappen? Was mit diesem Ritterwappen auf sich hat, willst du wissen? Mein Jückchen, wenn ich dir das jetzt einfach auf die Nase binde, das wäre doch langweilig, oder? Das wär's soweit von mir. Okay, ja, da waren wir gerade. Gut, dass du uns immer Sachen erzählt, die wir quasi gerade gemacht haben. Der Scherzkeks, ehrlich. Die Viecher lassen jetzt hinter uns. Lass ich mal, ob der Kanonenboot, wenn wir das besiegen, nicht einen Schatz hinterlässt. Aber egal. Ab weg hier jetzt. Schon wieder bei Nacht mal wegfahren, ey. Mag ich eigentlich gar nicht, weil dann ist hier immer so still, aber... Soll euch nicht jucken. Wir sind auf der Insel da hinten wieder. Ja gut, das war jetzt eine kurze Überfahrt, muss ich sagen. Da ist ein Schatz, hatte ich, Leute. Mich einmal, wo ist der entsprechende Fisch? Möchte ich jetzt tatsächlich einmal mitnehmen vorher, damit wir die Karte vielleicht vergleichen können einmal. So, hier mein Freund. Sagen wir mal über die Insel. Gucken wir vielleicht mal, welche Karte das ist. Hey, Jungchen! Ja, ja, komm. Hab ich gerade erst gesehen, dein Kumpel da hinten. Aber das werden wir jetzt ein bisschen öfter noch sehen, den Kollegen. Ich will ja alle Inseln aufdecken hier. Die Rhombusinsel. Ah, ich weiß, welche Insel es ist. Okay. Also ich trinke eine vor, welches ist. Ich karte gleich, pass auf. Ich habe gerade erst eine phänomenale Information reinbekommen. Der Schatz, der irgendwo auf dieser Insel schlummern soll, mit dem du reichst du, dass es anstatt sich zu verschwinden, plötzlich nicht mehr verschwindet. Du weißt schon, wovon ich rede, oder? Einfach diesen Dings da halt, dass hier immer auftaucht, wenn nachts dem Mond links ein kleines Stückchen fehlt, verstehst du? Kannst du mir folgen? Nö. Hat leider auch nicht gesehen bisher, zufällig. So, jetzt den Schatz. Weiß er doch. Karte, wie gesagt, öffnen einmal. Die Schatzkarte, die passende. Da können wir einfach vergrößern hier. Na, wo ist denn die Karte jetzt? Es ist... diese Karte hier, oder? Ja, müsste. Na, ich kann jetzt quasi wieder... ja. Schön mit dem Links vergleichen. Mit der Gamepad-Karte hier. Ich meine, ich kann es jetzt auch hier nochmal zeigen. Ihr seht ja jetzt, ich bin schon fast da. Auch nur fast. Papier, ne? Das ist ein... ja, perfekt. Wenn man da so schnell rankommt, dann ist das, glaube ich, die Schatzkarte... Schatzkartenkiste. Oder Truhe. Da ist ein Herz da drin, ja nice. Das ist mein erstes Herz da wieder scheinbar, ne? Und jetzt kommt ich noch auf die Insel hier, natürlich. Und da konnte er sich nur mit Enterhaken hoch, deswegen wollte ich den Enterhaken auch so viel haben. Weil ich wusste, dass also es gibt Inseln, wo man den Enterhaken definitiv braucht, um drauf zu kommen. So wie hier. Gibt aber, glaube ich, jetzt keine Insel unbedingt, wo man den Spiegelschild braucht, um sie zu betreten zumindest. Ich glaube, es gibt irgendwo natürlich Sachen, wo man den Spiegelschild vielleicht gebrauchen kann. Ich will jetzt gar nicht kleinreden oder so. Da ist ein Stumpf da hinten. Einfach hoch. Da oben ist was da, da will ich hin.
Ich will diesen Schatz hier haben, von dem der Fisch gerade gesprochen hat. Den braucht man nämlich eh für eine Triforce-Karte, um da, also um an eine Triforce-Karte zu kommen. Deswegen, das ist schon Pflicht, hier hochzugehen. Tatsächlich. Da ist es drin. Jut. Oh Gott, was müssen wir hier machen? Oh nein, die Kacke ist es. Dieses scheiß Labyrinth. Nein, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Dieses Kessellabyrinth. Hier sind immer diese Hände, ne? Ja. Was hat denn die im Sack? Also ich weiß nicht, welches Ding das richtige ist. Ich nehme jetzt einfach mal das hier als erstes. Da finden wir immer das Falsche, kommen wir eh zum Start zurück. Ich kann alle auföffnen eigentlich. Da muss ich mir auf einen Weg merken. Vielleicht, dass ich die Kiste nochmal holen muss. Oder die Hand dann nochmal besiegen muss. Wenn das nämlich das falsche Ding ist, dann kann ich einfach zurückgehen. Also die anderen Kisten, die muss ich ja nicht wieder hier lang gehen. Das war sogar der richtige Weg scheinbar. Oder es war der Weg zu einem zur Truhe einfach nur hier. Ein Glücksamulett drin, ja, das brauche ich jetzt nicht zwangsläufig mehr. Aber ich kann auch hier einfach runter, ne? Ja. Dann geh ich doch hier runter. Ich glaube, ich wäre eher sonst rausgekommen. Ich finde es auch witzig, dass mein Schwert nicht wirklich stärker geworden ist. Kurz der Tat, dass er zu seiner Stärke gefunden hat. Weil ich für die vier aber immer noch 5 Treffer. Wie vorher auch. Geht noch irgendein Geld drin? Bitte? Nee, schauen wir nicht. Der gibt mir ein paar Rubine zumindest. Der Kollege hier. Aber jetzt wird es natürlich kliffliger. Wo welchen überhaupt rausgekommen ist die Frage? Aus der, in den Kessel glaube ich. Ich glaube, es ist einer der beiden. Ich nehme mal den rechten hier. Ja. Das scheint richtig gewesen zu sein. Krass. So. Und da war ich gerade. Ist die Hand wieder da? Da unten? Ja, die sind immer wieder da, wenn man einen Kessel verlässt. Das hat das Problem dabei. Und dann gehen die einen wieder auf den Sack. Immer wieder von vorne. So. Das war auch hier wieder die Qual der Wahl. Ich werde aber tatsächlich den Kessel hier nehmen. Ich weiß auch nicht warum. Ein Spiel sagt mir, dass das der richtige ist. Ist aber nicht. Ja, dann halt nicht. Dann gehen wir nochmal den. Jetzt kann ich ja die anderen Kessel mal suchen. Wenn ich nicht nochmal zur Truhe da hoch. Aber es war der hier, aber. Wenn nicht, dann. Hey! Gut. Ne, ist echt nicht okay. Ja, wie gesagt, ihr merkt, glaube ich, jetzt schon, warum ich die Passage so nervig finde. Das ist halt eher echt fein. Ich weiß gar nicht, sieht man irgendwo ran, wo man hin muss? Gibt es da irgendwie einen Indikator für? Ich glaube nämlich nicht, ne? Das hat tatsächlich völlig random. Genau, da sind wir hier. Dann war es ja der Kessel hinten rechts, ne? Hoch da. Genau. Yes, der war's. Dann nehme ich jetzt den linken hinten. Nehme ich den linken hinten, ja, komm. Da war die Truhe da oben. Da kann ich nicht einfach hier runterspringen. Ein bisschen einfacher sonst. Yes, hier sind wir richtig. Das ist auch schon die Truhe. Okay, man ist ein bisschen cool. Ist das recht kurz an sich, die Passage. Man kann sich an sich auch merken, wenn man so will, ne? Aber nicht, wenn man 8 Jahre lang nicht gespielt hat. Dafür hatte ich schon echt Glück jetzt, muss ich sagen. Dass ich dann teilweise jetzt. Ja, ich hab einmal verkackt. Ne, zweimal verkackt, stimmt. Zweimal verkackt. Was ist da Schönes drin? Es ist die Geisterschiffkarte. Genau, und damit können wir jetzt das Geisterschiff betreten, das irgendwo auf der Welt auftaucht. Immer zu einer bestimmten Mondphase. An einem anderen Ort. Ruf den Kartenbildschirm auf und mach dich schlau. Wie gesagt, das ist halt zwingend notwendig. Oder kann ich hier nicht runterspringen einfach? Doch. Schon sagen. Ja, und dann können wir den Ort hier wieder verlassen. Damit habe ich alles, was ich hier wollte. Vielleicht noch ein bisschen Geld. Gab es nicht noch Geld irgendwie? Aber nicht. Ja, da war es eine andere Insel, die ich meine. So ein bisschen Kohle gab. Oh Leute. Wollen wir noch ein bisschen? Was sollen wir hier sagen? Das war's für heute. Ich meine, wir haben jetzt quasi 3 Inseln besucht. Warte, ich glaube, da hinten ist eh ein Schatz. Dann holen wir uns den Schatz wenigstens noch. Warte, muss ich da nicht keine U-Boote nur zerstören? Dann machen wir das auch noch eben.
für die Triforce Card für die erste. Aber die Insel machen wir ein anderes Mal. Also beim nächsten Mal dann scheinbar erst. So, wo ist denn hier der sprechende Fisch? Den würde ich tatsächlich schon gerne mitnehmen. Doch kein Schatz. Doch, da ist er doch. Deswegen möchte ich einen Fisch haben. Oh ja. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Es wird wieder hell, sehr gut. Ach, mein Freund, hier. Lecker fressen. Lass mal weiter über die Insel, damit wir wissen, wo wir hier nächstes Mal weitermachen. Auf welcher Insel genau? Hey, Jungchen, da bist du ja schon wieder. Du bist aber ganz schön gesprächig heute. So, das hier ist die Nadelfelsinsel. Ja, da, die Karte haben wir gerade gekriegt tatsächlich. Hab ich doch gewusst. Du hast doch hier bestimmt auch schon dieses Schiff kreuzen sehen, das hier wird mit seinen Kanonen um sich feuert. Das gäbe es kein Morgen mehr. Bin mir sicher, dass es mit Schätzen voll beladen ist. Natürlich brauchst du aber auch deinerseits eine Kanone an Bord, sonst wird das eine ziemlich einseitige Schiffsschlacht. Das wäre soweit von mir. Okay. Ja, dann wie gesagt, dann holen wir uns noch den Schatz und dann halten sie die Kanonenboote, die ich meine. Einmal hier rum. So, die Karte kann ich nochmal öffnen eben. Das war 28, glaube ich, ne? Genau die hier. Aber ich gucke jetzt einfach nur aufs Gamepad. Tatsächlich. Also Möwen. Und man hört es ja schon, da bin ich schon. Zack. Ach, nicht blind, ich hab jetzt auf die Karte hier unten geguckt. Sehr gut. Was haben wir hier Schönes drin? Geld, Herzteil, ich nehme beides. Geld, 200 Rubine wieder. So, komm, dann machen wir noch die Schlacht da eben da hinten. Sind so jetzt die Dinger da. Denn wie man auf der Warnungskarte sehen kann, Leute. Kann ich euch ja mal zeigen. Da ist er doch schon. Man sieht ja da quasi, gut, jetzt sieht man es nicht so gut, weil ich da mit meinem Kopf drüber bin. Da ist ja ein goldenes Boot auf abgebildet und die Karte zeigt da mit einem Pfeil darauf, auf dieses Boot. Das müssen wir quasi versenken, damit wir die Karte bekommen. Hier holen wir uns jetzt auch noch. So, den hier, den Kollegen. Mein Gott, ist das am Baggen, am Längen hier. So eine Schiffsschlacht. Der mir Schatz da gelassen, der Kollege. Tatsächlich. Aber sind durch eine Rubine, oder? Egal, nehme ich trotzdem gerne mit. Ganz ehrlich. Cool, haben wir zwei Schätze heute geborgen. Zwei Schatzkarten bekommen und die Geisterschiffkarte an sich ist das gar nicht wenig, ehrlich gesagt. Kann gerne so weitergehen in den kommenden Folgen. Komm, was ist. Einfach. Jetzt noch das goldene Schiff. Oh, warte mal, stimmt, der hat ja auch noch Schatz ziemlich drin. Möchte die auch gerne bergen. Dass ich nichts verwechselt, vor allem. So. Der hat wahrscheinlich nur Fuffi für mich, ne? Aber auch Geld, was ich gebrauchen kann. Einer schon für die Zweifelskarte, weil das wird recht kostspielig noch mit den Dingern. Kann ich euch jetzt schon sagen. War ein Huni, ey, geil. Hi. Bin hier vorne. Zack. Brauch aber auch nur drei Treffer, das Ding, wisst ihr. Ist zwar golden. Der hat mir so ein Fuffi jetzt rüber geschmissen, hab ich da richtig gesehen? Ja, ne? Da ist ein Fuffi abgeflogen. Direkt ins Boot rein. Naja, egal. Und da haben wir sie, Leute. Die erste Triforce-Karte. Triforce-Karte. Geile Betonung. Leider ist die verschlüsselt und du musst die erst von jemandem entschlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Ganz genau. Und damit würde ich doch sagen, wo ist die Insel? Ist das die da hinten? Tatsächlich, ne? Ah, sind wir weit weggefahren. Nicht schlecht. Ja, genau, das ist echt die Insel. Gut, Freunde, damit würde ich sagen, wir gucken uns beim nächsten Mal hier noch auf der Insel um. Aber für heute war es das dann. Ne, ich betrete die jetzt noch nicht. Ich würde jetzt einfach hier stehen bleiben und dann speichern. Und mich jetzt bei euch verabschieden. Danke fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und schaut gerne hier oben vorbei. Hier ist mal wieder ein Zelda-Abenteuer, ein anderes Zelda-Abenteuer, nämlich The Legend of Zelda Majora's Mask. In der 4K und ich fand das Projekt echt geil dieses Jahr. Anfang des Jahres, deswegen schaut da gerne vorbei, würde mich sehr freuen. Und hier unten, wie fast immer,
die Playlist zu The Wind Waker HD. Wenn ihr da was verpasst haben solltet, schaut doch da gerne rein, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, tschüss mit Ö, euer Basukasu.